Und ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Kollegen, die froh darüber sind, diesen Abend kulinarisch begleiten zu dürfen. Die mitwirkenden VDP-Weingüter heute Abend sind, ich beginne mal in Sarrig, das Weingut Schloss Saarstein, in Saarburg das Weingut Forstmeister Zilliken, Weingut Dr. Wagner, dann nach Opfen das Weingut Dr. Fischer, in Schaarshof Weingut Egon Müller, in Oberemmel das Weingut Eberhard von Kuno, in Kanzen das Weingut von Otto Grafen, in Vilsen das Weingut Klaus Piermoor und mit dabei ist noch das Weingut Reisgraf von Kesselstadt und das Weingut Sack-Ungershof aus Leiden. Ich wünsche diesem Abend einen harmonischen Verlauf und werde noch ganz kurz etwas zum Ablauf sagen. Sie können sich die Speisen gerne in der Küche oder im Wirtshaus am Buffet abholen. Wir werden aber auch gerne die Speisen servieren, wie Sie das möchten. Dem Abend wünsche ich einen harmonischen Verlauf. Vielen Dank. Wir begrüßen und ich darf Ihnen vor allen Dingen sagen, wie sehr wir uns freuen, dass Sie alle heute den Weg hierher genommen haben, um mit uns unser Jubiläum zu feiern. Dieses Jubiläum ist natürlich eine große Gelegenheit, den Wein zu zeigen, aber die heutige Feier wäre natürlich nicht möglich ohne diejenigen, die uns hier den Rahmen bieten, vor dem wir unsere Weine zeigen können. Und da sind zuerst mal natürlich die Spitzenköche der Region zu nennen. Ich fange an mit Gerhard Gartner, der aus seinem wohlverdienten Ruhestand zu uns gekommen ist. Peter Adams aus Sarrig. Klaus Giebert aus Saarburg-Wilthau. Und nicht zuletzt der Hausherr Wolfgang Lindlich von der Villa Keller. Sie befinden sich ja hier auch in einem ehemaligen VDP-Weingut und das ist sicher der richtige Rahmen, um dieses Jubiläum zu feiern. Gestern, vor 100 Jahren, wurde der VDP gegründet. Wir als Großer Ring, VDP Mosel-Saar-Ober, haben unser Jubiläum schon letztes Jahr gefeiert, aber gestern vor 100 Jahren wurde der deutsche VDP gegründet, der Gesamtverband. Und der Gründer war der gleiche, der Vorsitzende vom Großen Ring, der Trierer Oberbürgermeister Albert von Bruchhausen. Damals war das eine Gründung in einer absoluten Unzeit, der Verein hieß Verein der Naturweinversteigerer und Versteigerungen waren der Hauptgrund dieser Gründung. Und die Weine von Mosel-Saar-Ober waren absolut gesucht, erzielten Höchstpreise und waren weltweit erfolgreich. Wir haben jetzt eine, ich will nicht sagen Durststrecke, wir hatten ja immer unsere Weine zu trinken. Ich glaube, dass wir damit einen schönen Abend verbringen können. Wir haben schöne Musik, wir haben hervorragendes Essen und ich hoffe, dass die Weine auch genauso gut sind. Ich möchte mich aber noch bedanken bei unseren Sponsoren, denn ohne Sponsoren geht heute gar nichts mehr. Die Giebelhauser Mühle hat das Brot zur Verfügung gestellt. Und Gerold Steiner das Wasser. Das ist von beiden. Dorothee Zilliken hat die ganze Organisation gemacht. Und zwar fast allein. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden sie dabei zugebracht hat. Und ich glaube, ich kann im Namen aller Beteiligten sagen, Dorothee, ganz herzlichen Dank. Wunderbar.
Ich tausche schmutzige Teller gegen was Leckeres zu essen. Schmutzige Teller, dann komm her. Hier ist doch der schönste Platz. Hier ist doch der schönste Platz. Okay. Guck dich mal live hier an, ne? Jetzt geht der mit den leckeren Sachen an mir vorbei. Zwei? Für meine Meinung nicht. Was ist das Lecker? Das ist der gefüllte Kartoffelknochen aus dem Schwein. Danke. Wir Mal Jakobsmuscheln, ja? Ja, danke. Bitte einfach einmal. Nein, der Barschel, bitte, warum kann ich schon mal sterben können? Der Genieße. Wenn ich weiß, ich bin die Fische, weil der wird, kommt aus dem Grünhaus, wird auch immer eingeschenkt und dann kriege ich ihn kalt weg. Wenn überhaupt null Aromatik, das ist gar nicht. Hier ist eindeutig der beste Platz. Wenn du den auf die Karaffe gehst. Gefräßige Blitze. Und wir schwimmen da zwei Stunden hin. Dann kommt er erst. Uns geht's gut. Die Ausstellungen bleiben hier, oder? Die bleiben hier. Nein, ich mache das Paket da. Komm mal, Löffel, schau den da auf den. Die Tiefen. So, auf geht's. Ja.